Die Rostlocken hängt aber trotzdem noch. So, jetzt machen wir da die Tapeten drauf, dass keiner merkt, dass da hinten ein Zimmer ist. So, wunderbar. Hallo, morgen. Schaut's aus. Morgen. Super alles. Morgen. Tja, also. Morgen. Nein, es wird jetzt soweit sein, dass es eine Angelobung gibt. Miep. Vom Werner Feimann. Ich habe lang geschaut, keinen Miep. Akademischen Titel gefunden. Dürfte keinen geben, oder? Liege ich daneben? Gibt's einen? Ja oder nein? Matura. Hab Matura ist ja kein. Werner Feimann. Matt Werner Feimann. Das war Skifahrer, der Werner. Matt. So, was ist das für ein Gastzettel? Gut, Gemessartikel 123/456, underscore 789, bin ich der Bundespräsident, ja, das hätte ich so auch gewusst, gezwungen, die Angelobung im exakten Wortlaut sofort zu nehmen, wie der Bundeskanzler Matt Werner Feimann das gerne hätte. Und zwar Punkt für Punkt, Strich für Strich, fertig ist das Mondgesicht. Na super. Als Belohnung gibt es das Zuckerl, das Pick da oben. Danke, Zakovic, und hab's schon eingesteckt. So, ich gelobe an zum Vizekanzler den Gefühlen, das steht da. Dann zum Minister für das Äußere, aufgrund seines Äußeren, den Spinde Lecker, bravo. Die Schottermütze wird die Frau fürs Grobe und der Norbert kriegt eine blöde Brille. Stimmt, extrem deppert. Diese Brille. So. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt gehen wir was essen. Nein, nein. Jetzt machen wir noch eine Fotografie. Ein Foto machen wir da. Hunger. In 5 Jahren sehen wir uns wieder. Ciao. Komm, Schatz, jetzt sag ich dir, was man gegen die Schweinegrippe macht. Was macht man gegen die Schweinegrippe? Wir fressen alle Schweindel zusammen. Ja, und ich bin hier auf dem politischen Abstellgleis, denn auch so etwas muss es auf Veranstaltungen wie dieser geben. Und ich begrüße sehr herzlich bei mir Frau Eva Steiner. Servus, und ihren Mann, Herrn Steiner. Dann komme ich später noch einmal zurück. Hier bei mir auch Wilhelm Molterer, Ex-Vizekanzler und Finanzminister. Herzlich willkommen. Und seine Frau, wie heißen Sie eigentlich? Frau Molterer. Gut, hätte ich selber auch drauf kommen können. Herr Molterer, gibt es bei Ihnen ein berufliches Danach? Naja, was meinst du, dass ich jetzt ein Foto-Wands-Kalender mache, wo man mich Splitterfaser nocker zieht bei den Natur? Schönheiten von Oberösterreich, ja? Das sind ja wunderbare Nachrichten. Ihr Mann als Pin-Up-Boy, Ihr Mann als Centerfold. Ist Ihnen das da recht, wenn der Große und der kleine Willi vom Wandkalender herunterklankeln? Das werden Sie noch andere Männer anschauen, nicht bitte nur ich. Bitte mich nichts fragen. Warum bitte? Ich bin vom Land. Ach, hätte ich selber drauf kommen können. Gut, ich komme zu Ihnen, Herr Alfred Gusenbauer. Nach der kurzen politischen Blitzkarriere gibt es bei Ihnen ein berufliches Danach. Was werden Sie machen? Naja, für mich geht es jetzt eigentlich zunächst einmal in die Ausbildung. Ah, da stelle ich mir vor, ein hochkarätiges Postgraduate in Harvard oder in Boston. Was wird es, ein PhD oder ein MBA? Naja, mit Harvard und Boston hat es zu tun. Ich bin gut für Harvard und es wird ein schöner Boston. Aber es wird sein in der Journalistenausbildung. Da werde ich den jungen Nachwuchstalenten ein bisschen unter die Arme greifen. Die Armen, die können jetzt schon leid und ich komme gleich noch einmal zu Ihnen zurück. Ja, hallo, der ORF ist da. Wir machen ein wunderbares Interview. Ich habe Travi. Ein Travi haben Sie? Travi, ja. Travi habe ich. Was Ihr Mann sagt, der hat einen Travi. Nein, ich habe einen Traktor, der hat geliebt. Ein Traktor, hätte er gleich sagen können. Also, ich glaube, die wollen auf der Westseite mit dem Traktor nach Oberösterreich zugefahren. Ich glaube, die müssen wir fahren lassen, solange es noch hell ist. Die Bauern müssen mit dem Traktor heimfahren. In Wien habe ich 24 Stunden öffentlichen Nahverkehr. Ja, ich war 24 Stunden Nahverkehr, wenn auch keinen öffentlichen. Ne? So, wiedersehen. Wie macht man aus 100 Euro 200 Euro? Ganz einfach mit der von mir entwickelten Waltersohn-Leitner-Methode. Man nimmt einfach dem Nachbarn einen 100 aus dem Geldbörsel, während sich dieser auf Mittag in der Kantine befindet. Leider ist diese Methode nicht ganz legal. Deshalb bin ich jetzt bei einem Investor, der eine legale Methode entwickelt hat, wie man sein Geld vermehren kann, ohne dafür zu arbeiten. Und ich habe jetzt 100 Euro mitgebracht und die soll er für mich investieren. Virtuell natürlich nur habe ich die mitgebracht. Wie geht es jetzt weiter mit meinen 100 Euro? Wir könnten das Geld ohnehin nur virtuell vermehren. Also bei einer Anlage kommt eine Mindermengengebühr von 5%, eine Bareinzahlungsgebühr von weiteren 7%, eine Meindl-Namensnutzungsgebühr von 12%.
eine Exotikgebühr für Karibikgeschäfte von 25%, 3% Diverses und noch einmal 5% Allfälliges. Also ich komme jetzt grob mitgerechnet auf ungefähr 50%, die Sie an Gebühren haben wollen für die Anlage von meinem 100er, den ich mitgebracht habe. Virtuell natürlich nur mitgebracht habe. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich will ja, dass das Geld für mich arbeitet und nicht noch mehr... Jetzt ist es Zeit, Kapital nachzuschießen. Ja, ja, aber davon rede ich ja gerade. Ich habe ja kein Kapital mehr. Das Kapital soll ja eben für mich mehr werden, ohne dass ich was arbeiten muss. Wie geht es jetzt weiter für mich? Da kommt die Meindl-Bank ins Spiel und bietet Ihnen einen Überbrückungskredit an mit günstigen 8% PM nur für ORF-Mitarbeiter. Nur heute gilt die Aktion für Sie persönlich. Moment, darf ich jetzt zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe? Ich komme mit 100 Euro zu Ihnen, ich will, dass Sie das Geld für mich anlegen und vermehren, dann wollen Sie 8% PM, also pro Monat, wollen Sie 8% Gebühren von mir. Ab wann ist denn das Geschäft? Sie haben doch gesagt 8% pro Monat. 8% PM haben Sie gesagt, oder? Was heißt denn das sonst, wenn nicht pro Monat? Nein. Ha? Minute. Dann gehe ich lieber zu diesem Investor und dem vertraue ich auch von hinten. Er ist wirklich mein Posterboy. Ich liebe ihn heiß. Ich kandidiere sogar vielleicht einmal für eine Fraktion, die er mitbegründet. Ja, wie kann man Geld verdienen, ohne zu arbeiten? Ja, da braucht man die Finanzmathemagie. Ich erkläre es an einem einfachen Beispiel, ganz ein kleines Beispiel. Ich brauche 15 Mille für ein Projekt. Ja. Habe mir 3 Investoren angelacht. Ja. Die letzten 5 Mille kommen mit der Schwiegermutter im Plastiksackerl über die Grenze, über die Grüne. Ja, dann komme ich drauf, ich brauche noch viel weniger. Nur 10 Mille. Ja. Das heißt, ich habe 5 Mille zur freien Verfügung. Ja, dann teilen wir es einfach durch 3 und geben jedem Investor ein Drittel zurück. 1,6 periodisch. Ja, deshalb sitzen Sie da auch in Sack und Asche und sind nicht so jung, schön und geil, wie ich das bin. Nein, würde ich sagen, weg mit dieser Rechnung. Es geht ganz anders. Ich habe mit allen 3 Investoren gesprochen und jeder begnügt sich mit 1 Mille Retournage. Dann habe ich noch 2 Millionen und die kommen direkt in den Sozialfonds vom Karl-Heinz Grasser. Das ist eine gute Sache. Da können die Linken nichts dagegen haben. Sie sind also auch noch ein Wohltäter. Ja, ich bin der wohlste Täter aller Zeiten. Ne? Gier, Grasser International Economy Research, heißt der aktuelle Fonds, können Sie... Moment, entschuldigen die Unterbrechung. Habe ich es jetzt richtig verstanden? 15 Millionen brauchen wir für das Projekt. Yeah. 5 Millionen holen wir uns also von 3 Investoren jeweils. Yeah. Dann kommen wir darauf, dass wir 1 Million zurückgeben können. Heißt, im Endeffekt haben wir 4 Millionen von einem jeden gekriegt, in Summe 12 Millionen. Die 2 Millionen haben wir im Gierfonds geparkt, macht summa summarum jetzt 14 Millionen. Wo ist aber jetzt die 15. Million auf einmal hin? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wo ist jetzt die 15. Million? In der Karibik auf Urlaub wahrscheinlich. Wahnsinn! Sie sind ein Genie. Ja. Sie haben jeden Cent verdient. Wirklich. Ja. Ja, da sind sicher wieder die Journalisten, na sicher. Es Journalisten sind schuld dran, dass das fremdartige Wesen zurück nicht abgeschoben werden durfte in den Kosovo, ja? Hat euch angestiert mit 3-herzigen Reagen und das ist es da geblieben, ne? Beim nächsten fremdartigen Wesen mache ich es persönlich mit Hilfe der Krone. Ja, und wenn es um Abschiebungen geht, ist die Kronenzeitung immer live dabei und stellt den Abschiebungsbescheid gleich selbst zu. So, da ist der Bescheid. Los kann's gehen mit der Abschiebung. Man, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, Frau Antenföhner, dass man da einen Jugendlichen mitten in seiner Pubertät anschiebt, wo er sich gerade gewinnen anfängt, ans andere Geschlecht und an die Umgebung. Abgeschoben wird nicht aufgehoben, Edge. So, jetzt kommt er rein, jetzt schieben wir noch. Gehen wir gleich anschieben, dass ich verliere. Da ist her, wo Food steht, gell? Wo ist der Cheek? Gib mir einen Cheek. Jetzt war Kaugummi Cheek, aber von mir aus. Mit dem Schüblen rein, dann haben wir noch angespielt. Das schmeckt. Gehen wir noch anschieben. Ja, Nikotin-Kaugummi. So, da hast du noch Ohren. Und jetzt riech einmal. Boah, ich hab einen Pappenfäller. Du musst zum Mundhygiene. Auf 3 hätten wir noch. 1, 2, 3. Ist das Salz, schwach? Boah, das ist kein Salz, ein Pappen. Und das ist der Schmäh. Wenn wir so viel fressen, dann können sie mich nicht anschieben. Ha! Dann müssen wir wieder rauslassen. Bleiberecht kriegst du nur auf Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Der nächste wäre der Abgeordnete Josef Bucher, BZÖ. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, also, wir vom BZÖ, von den Bärenzüchtern Österreich. Sie sind die Einzigen, die sich Sorgen machen um den braven Braunbären aus Österreich. Der ist bedroht durch diesen Koalabären, den ich da in meinen Händen habe. Ja. Dieses fremdartige Wesen will sich einschleichen in unsere Kultur.
will unseren Braunbären vertreiben. Ich bin dafür, wir schieben ihn ab mit der Härte des Gesetzes. Da ist er, ein ausgestopftes Koalabärenbaby. Und er hat es bereits von der Natur aus in seinen Genen, das Lumpenhafte geboren ist der Koala in Kuala Lumpur. Ja, das heißt, es ist ein Lumpenbur. Okay, es kann keine Ausrede geben, den nicht abzuschieben. Schieder, den schieben wir ab. Wow. Bang. So, tut's den Koala abschieben, bitte. Ja? Ist aber ein Panther. Also ein Panther wäre doch rosarot, oder? Nee. Ist ein Koala sein. Ich sage alles so klar, man rutscht in der Tasche zu lange und wir kriegen gar nichts. Der Hund, das schafft er zu. Ja. Pst, wenn da rein geht, dann können wir noch anschauen, freiwillig. Ah, da sitzen wir schon. Und da haben wir schon zugesperrt. So lang, so lang. Ja? Jetzt geht's auf China. Hilfe, Amnesty, ich bin in Wien geboren, ich sprich kein Chinesisch und wer Katzen frisst. Der wird auch vor dem Panda nicht Halt machen. Schon Konfuzius sagte, Meister Betz, komm die Nacht, Schätz. Und die gute alte Panda-Wurst, die produziert wahnsinnig viel Durst. So weit wird schieben das Flugzeug bis zur Gegenwelt, dann sind wir da in China. Hatten Sie gute Flug, ja? Wir haben hauptsächlich geschoben. Aha. Benzin ist ausgegangen. Jetzt gibt es Essen. Essen? Was gibt's denn überhaupt? Ach, Schätze. Super, freu mich. Aha. War gut, auch Schätze hat doch geschmeckt, ja? Super. Perfekt. Einen echten Bärenhunger habe ich gehabt. Das war ein Wahnsinn, ne? Jetzt würde ich gerne den Fulong zu mir nehmen. Haben Sie gerade? Nein. Ich habe 8 Schätze gegessen. Oh, Sie haben Fulong zu sich genommen. Oh je. Ja, und dann habe ich mir selbst auch das Futterl wehgetan. Oh. Kann jetzt das schwere Pinkel der Regierungsverantwortung nicht nur mittragen. Kann man es einmal zeigen, das ist es. Und jetzt brauche ich, wenn der sich diesen Hut aufsetzt, den Österreich-Hut ich, und das Pinkel trägt. Gib's mir. Dann habe ich die ganze Macht. Genau, du weißt du. Weißt du, Josef, was lustig ist? Nein. Die Leute wissen das jetzt noch nicht, aber wir werden für lange Zeit die beste Regierung gewesen sein. Ist unglaublich, oder? Ja. Halten Sie das. Wieso hast du Grund zu guter Laune? Ich bin der Vizekanzler und ich werde der kommende ÖVP-Bundeskanzler werden. Bindus, das glaubst du wohl selber was? Nicht. Er wird vorher noch der Sebastian-Karriere machen. Wirklich der? Herr Sebastian Kurz, der alte Bröller, sagt, Sie werden der nächste ÖVP-Bundeskanzler. Was sagen Sie? Das ehrt mich sehr, wenn Erwin Bröll das sagt. Aber ich habe eigentlich noch vor, mein Praktikum hier erstens abzuschließen, dann noch 20, 30 Jahre Erfahrung zu sammeln in der Privatwirtschaft und außerdem muss ich noch heiraten. Wollen Sie vielleicht gleich meine Frau werden? Scheiße. Ja, ich bin ein recht schlichtes Pflanzl und ich hau jetzt da bei mir den allerprominentesten Schirensportler, was man überhaupt tun, den Hirscher Marcel. Grüß dich, Pflanzl Karolin. Möchtest du mir was fragen? Ja, Hirscher Marcel. Ich hau jetzt eine Frage mitgebracht. Hirscher Marcel, die stellt dir und dann hoffe ich, dass du der Hirscher Marcel antwortest. Was machst du mit deinem Sponsor? Du für er, mehr für dich. Bitte mal Antwort, Hirscher Marcel. Naja, es ist ja heutzutage so, dass man für den Sponsor eine Gegenleistung abbringen muss. Ich muss mich zum Beispiel heute noch fürs A1 und für die Kronenzeitung auf dem Marie-Hilfer-Straße so wie stehen und ein wenig Abos verdicken. Unter 200-300 Abos geht da nichts, ist eine Knochenarbeit. Wegen dem habe ich einen Knochen da. Ah, jetzt habe ich gar keine zweite Frage mitgebracht. Sag, hier ist der Marcel, muss die Zeitung selber nicht hintragen. Wer macht das an deiner Stadt? Das Austragen von der Krone, ja. Das machen die von Curling, weil die haben einen Besen, da können sie Stiegenhaus auch gleich. Ah, das ist sehr gescheit. Jetzt habe ich nur eine Frage. Die Melone, die neben dir liegt, für was ist die eigentlich gut? Hier ist der Marcel, hä? Es ist keine Melone, das ist so ein Sturzhirn, weil wenn ich umschaue auf die Nordfassade von der Reiker, die gehört dringend wieder mal runtergewaschen, da würde ich mich heute noch ins Waschwagel sitzen und muss ich arbeiten. So, was sind jetzt für Komiker? Da? Ich bin nur zufällig da. Das sind nur zufällig, wiederschauen. Jetzt in Kryptowährungen was? Investieren, in 10 Jahren reich sein. Hör dich nicht auf meinen Buben, der hat sich unten beim Würstler angeflaschelt, der ist so aufgeregt. Ja, danke. Ja. So, was sind Sie für ja, guten Tag, Herr Präsident, mein Name ist Ulrich Salomon von Maschek und wir haben gemeinsam bei Maschek einen Betriebsrat gegründet und da steht drin in der Betriebsvereinbarung, dass wir nicht länger als bis 10 Uhr arbeiten dürfen und deshalb gehe ich jetzt einfach. Da hören wir uns nicht an Stachel? Den nicht, weil ich bin ja freigestellt, die anderen sind nicht freigestellt. Na, wiederschauen.
Ulrich Salomon hat soeben die Bühne verlassen. Er befindet sich bereits auf dem Weg nach Nicaragua. Unterdessen ist in der Innenpolitik nichts Wesentliches passiert. Gewählt wurde wieder einmal. Das bedeutet auch, dass es wieder eine Angelobung zu machen gibt. Und das ist doch das Allerschönste an der Innenpolitik. So, schon wieder Angelobung, das Vaterste, was es gibt. Gut, stellen wir da jetzt einmal hin, passt. Heute von da. Es ist Zeit, Haltung anzunehmen. Das gilt vor allen Dingen für den Soldaten. Hinter mir bitte Haltung annehmen. Ich habe auch hinten Augen. Brav. Und dann gut. Weil es wurden mir da irgendwelche Minister untergejubelt. Die werde ich nicht akzeptieren. Zum Beispiel der Josef Fritzl, der hinter mir steht. Dass er Familienminister wird, nein, das geht keinesfalls. Es genügt ja schon, wenn ein Schüler jetzt Außenminister werden soll, ich meine, da machen wir uns ja lächerlich. So, jetzt schreiben wir Entschuldigung für den Direktor. Hallo Direx, da ist der UAPP. Der Sebastian kommt nicht mehr in die Schule, geht auf eine lange Reise. Danke. Bitte. Das ist die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Da. Bitte. Ich habe noch eine Frage, Herr Fischer. Ja, sicher, muss man eigentlich ein Studium haben, wenn man Bundeskanzler sein will in Österreich? Na, müssen tut man nicht. Aber besser wär's. Ja, und ein neuer Player ist auf der innenpolitischen Bühne aufgetaucht, Matthias Strolz. Sind wir schon drauf? Ich weiß nicht, ob Sie drauf sind, aber wir sind jedenfalls auf Sendung. Sie haben ja die Freigabe von Cannabis gefordert. Es ist alles wunderbar, es geht mir gut. War das eine gute Idee? Ich meine, mit dieser Forderung sind ja schon andere gescheitert. Wir flattern mit den Flügeln. Ja, die Leute haben gesagt, das ist gut, der Strolz soll es machen, weil das ist ja Arsch. Ja, das ist ja Arsch, dass es nicht legal ist. Das ist ja Arsch. Ja. Ich habe auch geredet, ich habe geredet lange mit meinem besten Freund, der Kastanie, da ein Brief von der Kastanie. Und dann haben wir gesagt, Frage, Kastanie, was waren die Reaktionen der Leute? Cannabis und Kastanie sind ähnlich, aber nur eines ist legal, ja. Das andere ist nicht legal. Mhm. Das wollen wir ändern. Beide müssen legal werden, Kastanie wie Cannabis. Und Leute haben es Cannabis zu mir geschafft, in Sackerln backt. Die Leute haben Ihnen Cannabis geschickt? Damit ich schaffe, dass legal wird. Aber es ist nicht legal. Ich habe es vernichten müssen. Ich habe es aufgelegt am Feld, habe es getrocknet, ein paar Tage getrocknet. Dann habe ich es angezündet, bin drinnen gestanden im Rauch, 3 Tage wach, lost in time and lost in space. Und dann habe ich eine Vision gehabt. Wir müssen mehr masturbieren. Nein, bitte. Wir müssen Herr Strolz, hören Sie mal auf. Nein, ich habe noch gar nicht bitte, Herr Strolz, tun Sie es weg, bitte. Diese, nein, aber da zeige ich Ihnen eine Bilder in meinem Kopf. Tun Sie es weg, bitte. Ich bringe es Ihnen bei, ohne Hände, einfach so. Herr Strolz, ich würde es nicht wissen, ich würde diese Bilder im Kopf haben. Es schauen uns Kinder Gedanken. Zu. Es schauen Kinder zu, Herr Strolz. Bei Ihnen schauen Kinder zu? Nein, bei dieser Sendung schauen Kinder zu. Jetzt hören Sie auf, die Sendung entgleitet uns völlig. Es entgleitet uns völlig, wenn Sie da auf diesem Thema herumreiten. Bitte hören Sie herumreiten, das macht mich schon Stolz, durchaus scharf. Ja. Wenn Sie zur Frau werden, dann dabei. Würden... Lassen wir es dabei. Ja, danke fürs Kommen, danke fürs Kommen, Matthias. Aber ich bin ja noch gar nicht gekommen. Ja. So, wir werden nicht gemeinsam... Oh, Sie hören uns zu. Wir werden nichts sprechen. Wir können eine Foto machen, aber wir werden nichts sprechen, bis ihr gegangen seid. Wir werden... Silent bleiben. Wir dürfen nicht sprechen, was geheim ist. Aber wenn ich mit Barack hier nicht über Staatsgeheimnisse sprechen kann, dann entsteht eine peinliche Stille vor den Leuten hier. Und das ertrage ich nicht. Es ist ein awkward Moment. Vielleicht könnte ich Barack einfach mal in die Augen gucken und die Stimmung dadurch etwas auflockern. Ach, weißt du was, ich erzähle vor den Leuten hier einfach mal einen Witz. Da kann nicht viel passieren. Da fällt mir sicher einer ein, ein Witz aus der Zeit des Kalten Krieges. Da gab es doch viele gute Witze. Da fällt mir sicher gleich einer ein. Da gab es doch einen mit dem CIA und dem KGB. Wie ging der... Jetzt fällt er mir nicht ein, wie war dieser Witz? Jetzt muss er mir einfallen, jetzt warten die Leute darauf. I kinda hate it. Also stell dir vor, 80er Jahre,
Die Zeit von Kalte Krieg, ja. Beim CIA, Sie haben einen neuen Agenten ausbilden wollen für die UdSSR, für die Sowjetunion. So, Sie haben der beste Mann genommen, das Sie gefunden hatten, haben ihn ausgebildet. Jahrelang hat man ihn trainiert in russischer Sprache, russischer Kultur. Man hat ihm beigebracht zu trinken Wodka. Man hat ihm, also auf Ex zu trinken, man hat ihm beigebracht, Kasachok zu tanzen. Dann hat man ihn gebracht. Aber was war die Pointe? Ich habe die Pointe vergessen. Warum war das lustig? Man hat ihn gebracht nach Moskau und er begann zu spionieren, weil das war sein Job, zu spionieren. Aber schon nach kurzer Zeit klopfen die Männer von KGB an seiner Türe und sie sagen, komm raus, du bist verhaftet, du nix Russki. Aber der Mann von der CIA sagt, doch, ich bin Russe. Er sagt, gib mir Wodka. Er trinkt den Wodka. Er sagt, tanzen wir eine Runde Kasachok. Er tanzt mit den Männern von KGB. Klar. Aber die bleiben dabei, du nix Russki. So schließlich irgendwann der arme Mann von CIA gibt auf und er sagt, okay, liebe Leute, liebe Kollegen, ihr habt mich enttarnt. Aber sagt mir, warum um alles in der Welt habt ihr mich erkannt? Was habe ich falsch gemacht? Und die Männer von KGB, sie sagen, Kollege, du bist wirklich gut, Respekt, du kannst sprechen wie wir, du kannst trinken wie wir, du kannst tanzen wie wir, aber warum um alles in der Welt schickt er uns einen Schwarzen? Er fällt sofort auf in Moskau. Verstehst du, er ist schwarz, sie haben einen Schwarzen geschickt in Moskau, wo es gibt nur Weiße. Er lacht nicht. Warum lacht er nicht? In Frankreich lachen wir über sowas. Bang, bang. Das ist der Django mit der Lena. Weißt du was, ich bin jetzt der neue ÖVP-Obmann. Du weißt, was das heißt, ja? Ich bin die neue Nummer 1 in der ÖVP. Österreich! Liebe Freunde, liebe Freunde! Es hat immer geheißen, ich möchte dir... Bundeskanzler von Österreich werden, aber ich frage mich, wozu soll ich denn überhaupt noch Bundeskanzler von Österreich werden wollen? Weil egal, was ich vorschlage, die Regierung macht wenige Wochen später genau das, was ich vorgeschlagen habe. Wozu dann Bundeskanzler werden wollen? Ist schon gut, wir machen eh genau das, was eh soll, aber wohl von der FPÖ. Wir haben hier einen Korridor errichtet, wir lassen jeden Tag nur mehr 30 Flüchtlinge ein, dafür kriegt da jeder ein Häusl. Hurra, hurra. Was macht man, wenn jetzt noch welche kommen? Naja, da werden sicherlich noch mehr kommen, Frau Innenministerin, Herr Verteidigungsminister. Wir haben da eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wenn wir sich die uns anschauen, ne? Wir sind aber draufgekommen, die Leute lesen ungern. Wir haben jetzt ein Laientheaterspiel, das wir vorführen. Die Polizisten, die weiß ich, das sind Spieler mit, spielen sich selbst was anderes. Kennen Sie nicht? Den Rest erklärt ich, der Spielübungsleiter. Servus, grüß dich. Also, wir haben die Embedded Journalists, die Journalisten gebeten, embedded zu sein. Bitte jetzt Asylwerber. Asyl, Asyl, Austria, Austria, Austria. Nächster, zurück nach Slowenien. Germany. Ihr seid aus Germany reingekommen, ne? So, was machen wir jetzt denn? Mit den links-linken Gegendemonstranten. Da haben wir sich auch etwas natürlich ausgedenkt. Bitte jetzt links-linke Gegendemonstranten dazu stellen. Gut. Seid laut und seid klar. Refugees are welcome here, no border. Wir können sich gewaschen, bevor es wieder zurückgeht. Ihr seid ja wirklich der Schleichfall. Sehr gut. Das muss jetzt dem Strache hoffentlich genügen, oder? Wie schauen wir aus in der Grauchleidernen? Ne, das ist ja wieder mal typisch, ne? Da wird schon wieder nur den ganzen... Links, Linken und den Asylanten wird schon wieder einfach so hinten alles hineingeschoben, ne? Was mit unseren Leuten, brav Österreich, oder ja, nicht ganz Unrecht, da können wir unsere Leute da irgendwas hinter eine schieben. Ja, das weiß ich nicht, ob wir das können. Gut, aber bitte jetzt aufrechte Patrioten darzustellen. Okay. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Wir sind das Volk. Herzlich willkommen bei der Polizei. Leitwerk können wir überbrachen. So, zum Abschluss habe ich noch ein Privatanliegen, aber das ist keine Übung. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Exekutive, das ist ein Einsatzbefehl, inklusive Schusswaffengebrauchsgenehmigung. Was, was ist mit Viere? Viere. Wir sind von der Presse, ihr haut uns in die Fresse. Na geh an, der Doktor kriegt, der Bam, tschack, bumm. Das war einer meiner allergrößten Erfolge. Aber ich habe dennoch Angst, dass egal was ich mache, dass wir in 30 oder 40 Jahren immer noch einen Bundeskanzler namens Werner Faymann haben. Und ich habe auch einen Beweis, ein Video in meinem Schädel passiert. Da, schauen Sie. Und ich danke den Wählerinnen und Wählern, dass sie uns auch im Jahr 2046 zur stärksten Fraktion gemacht haben. Rot-Schwarz forever. Moment, da muss ich einmal schauen. Werner Faymann, Bundeskanzler bis 2016. Wieso sehe ich den alten Werner Faymann? Ah, das war Peter Simonischek, der Schauspieler. Der schaut aus wie ein alter Faymann, sein alter Ego. Ich höre aber, wir haben einen neuen Bundeskanzler. Ich sehe ihn bereits. Das ist ein Irrtum. Du bist schlecht gebrieft, liebe Frau Kollegin Fendal. Ich bin nicht der neue Bundeskanzler, obwohl, du hast mich erwischt, ich wär's gern. Ja, aber ich bin der Neue. Ich habe eine sehr wohltuende Stimme, im Gegensatz zum Vorgänger. Ich bin slim, ich bin fit und ich werde in Zukunft meine Arbeitszeit nicht vergeuden, mit Journalisten zu sprechen. Nein, ich werde direkt mit dem Volk connecten, auf coole Art und Weise, so wie ich bin. Gleich meine erste Frage an Sie, Herr Bundeskanzler. Keine Frage von Relevanz, ich bin weg. Ich fürchte, meine Tätigkeit als Journalist ist hiermit obsolet geworden. Ja, so kann es passieren. Gut, kommen wir jetzt zur allwissenden Müllhalde, zum Professor Filzmeier, der Stiffmaster. Reden wir jetzt über die Karriere von neuen Bundeskanzler Kern. Wie lange wird das ungefähr dauern? Was ist Ihre Schätzung? Ich bin sicher, Bundeskanzler Kern wird 20, 30 Jahre lang im Amt bleiben. Hm? Und ich bin auch sicher, 2016 die Bundespräsidentenwahl wird relativ unspektakulär bleiben. Rot und Schwarz werden in die Stichwahl kommen, ja, wie üblich. Und was viel interessanter ist, Österreich könnte Fußball-Europameister werden. So stark, wirklich, sind wir in diesem Jahr. Die Quoten sind sehr, sehr gut. Ich vertraue, ja. Sie haben immer recht, ne? Vielen Dank für diesen Scheiß-Tipp, Herr Professor. Ich habe mein gesamtes Vermögen, 12,47 €, darauf gesetzt, dass Österreich Fußball-Europameister wird. Jetzt habe ich alles verloren. Wie konnte es so weit kommen? Marcel Koller, Teamchef des ÖFB, auf immer und ewig. Ja, da hätten Sie mal besser in Bitcoins investiert, dann wären Sie vielleicht noch reich geworden. Aber ja, bei der EM gab es ein Problem im Kopf, dass wir am Kopf lösen konnten, das Problem. Moment, da muss ich kurz nachschreien. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Sie sagten, die Spieler hatten ein Problem im Kopf drinnen, aber gelöst nicht im, sondern am Kopf. Unlogisch für mich, schreien Sie. Schreien Sie nicht so rum. Wieso schreien Sie Sportreporter immer alle so? Also, es begann in Frankreich schon, als wir Quartier bezogen. Da haben sich die Spieler beschwert über das Catering. Es schmeckt ja nicht so gut wie zu Hause bei der Mutter. Das Essen sei nicht gut genug. Unlogisch. Man sagt, Essen wie Gott in Frankreich. Das heißt, das Essen muss ja gut sein, eigentlich. Ja, das trifft vielleicht auf Sie zu und auf mich. Aber die Spieler haben doch eher einen kindlichen Geschmack. Nehmen wir zum Beispiel den David Alaba hier, der hat ständig verlangt nach den Spiralnudeln mit Butter. Hm? Und jetzt hat er sie am Kopf immer mit. Hey. Bist du deppert? Das sind meine Rastershooter mit Butter gemacht von der Mutter. Ja, auch Alexander Dragovic hat nur eins im Hinterkopf, Döner-Kebab, was Sie essen wollen. Was ist das nächste kulturelle Stereotyp? Wieso sind wir zwei Döner in Schädel haben? Ja, wir sind die Ex-Jugos, also wenn, dann Cevapcici, oder? Ja, Entschuldigung, die wunderschöne Lampe hinter mir hat sich gespiegelt im Fernseher hinter Ihnen mit dem Kunstfeuer, schaut aus wie ein Kebabstand. Ja, aber da hast du recht, ja, die billige IKEA-Lampe, die spiegelt sich in den Fernseher mit Feuer, schaut du lecker nach Döner aus. Ja, auch bei mir ist gerade ein Hungergefühl drinnen. Ich würde so gerne ein Essen zugestellt bekommen, habe aber keine Nummer. Ich habe alle Nummern in meinem Handy von alle Leute, was du anrufen kannst, wenn du ein Essen willst. Sag mir einfach, wen ich anrufen soll. Ja, wetten, dass wir es nicht schaffen, dass der Bundeskanzler uns eine Pizza zustellt.
Ja. Kein Problem, ich habe auch die Nummer vom Bundeskanzler. Ich werde ihn sagen, dass er Pizza liefern soll. Du wirst aber einen Wetteinsatz machen müssen. Die Pizza in einem Sitz essen. Hast du verstanden? In einem Sitz. Na Moment, Entschuldigung, dass ich korrigiere. Das heißt nicht in einem Sitz, weil dann wäre die Pizza in einem Sitz drinnen. Auf einen Sitz, sagt man, ja. Bist du jetzt fertig, Herr Lehrer? Pass auf. Kleine Anotto-Korrektur. Ich sage in einem Sitz, ich meine in einem Sitz, ich bin ja nicht der Prohaska, dass ich mit den Fällen Schwierigkeiten hätte, ne? Okay. So ist das die Pizza. Pizza sede dello stadio, si. Ah, hot, 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 hot. Ah. So, wo liefere ich sie? Ja, Pizza wäre da. Zweiter ja. Stock! Schalte zu. Ja, es ist tatsächlich so. Die Pizza musste ich jetzt fressen. Wettschulden sind Ehrenschulden. In einem Sitz war sie drin. Mit dem Sitz. Auf einen Sitz. Hinunter gewürgt. Irgendwie. Obwohl es ja schmerzhaft war. Und jetzt will die Pizza wieder raus. Sie ist ein Buddhist. Die Frage ist, kommt die Pizza oben als Pizza oder unten als Stuhl? Hauptsächlich raus, sag ich. Ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei den Angstnachrichten oder auf Englisch den 4 News. Gut, ich habe hier bei mir den jetzt frisch gewählten Bundespräsidenten. Jetzt verstehe ich das. Das mit Angst und 4. Ja, ja, da haben wir schon was dabei gedacht. Herr Bundespräsident, es ist folgendermaßen. Ich habe einen Albtraum, der mich schon lange quält. Mir träumt, dass wir jetzt ein Jahr zu früh wählen und dass der Herr Heinz-Christian Strache Erster wird und angenommen, er hätte die Eier und würde Bundeskanzler werden wollen. Würden Sie ihn angenommen? Wie lange habe ich Zeit für die Antwort? Ja, das ist ja nur ganz kurz. Ich würde sagen, ein Nein, ein Ja. Ein Jahr, ein ganzes Jahr. Nein, Moment, jetzt nicht in der Witzkiste schlafen, nein, nein. Sagen wir 3 bis 4 Minuten, das müsste ich ausgehen bei der Antwort. Frau Milborn, ich habe einen Vorschlag. Okay. Wieso spielen Sie nicht eine Werbung? Dann kann ich in der Zwischenzeit eine rauchen gehen und dann komme ich mit einer Antwort zurück, die Ihnen gefallen wird. Ich soll eine Werbung spielen, aber ich kenne nur die alte, wo die Annemarie Moser-Bröll keinen Korkenzieher hat. Dann druckt sie den Stoppel rein und aus dem Herbert aufs Hemd. So ein Malheur. Aber was war jetzt Ihre Frage? Ach so, ob ich den Strache angelogen ja. würde, gell? Ja. Würde oder werde? Das ist schon ein Unterschied. Würde ich Strache angelogen? Nein, würde ich sicher nie. Aber werde ich Strache angelogen? Na, warten wir mal ab. Ja. Sollte ich? Nein. Könnte ich? Ja. Müsste ich? Nein. Sollte ich? Wer weiß es? Im Kaunertal haben wir sogar ein Sprichwort. Ja. Erst go schau ich den Schau. So, ich hoffe, es sind jetzt nicht die Dritten rausgefallen. Aber die Frau, die in meinem Ohr wohnt, sagt, wir haben jetzt schon wieder eine Fortsetzung. Es gibt schon wieder einen neuen ÖVP-Obmann. Dann schauen wir mal, wer das jetzt wieder ist. Ne? Da genau die Maria Therese Schlafzimmer kommt. Tut es alle weg, schnackselt ja, die Ja, passt, dann passt. So. Wir machen jetzt die Abgelobung, damit wir nicht alle Regierungen gleichzeitig haben. Und Angelobung. Bitte weiter rechts außen. Die nächste Regierung wird weiter rechts außen sein. So, wer kommt weg? Mipsi weg, Gruppi weg, Kammersinn zurück zur Mutti. Aber schnell. Ah, der Herr Lockel, gell? Herr Lockel, Sie kennen ja den Van der Bellen besser. Hat der Humor? Ja, sicher, der VDB hat einen Weltklasse-Schmäh. Die Raucherwitze findet er alle spitze. Warum eigentlich die Frage? Folgender Witz. Warum ist es gut, dass die Grünen nicht mehr im Parlament sind? Weil wir jetzt einen parteilosen Präsidenten haben. Entschuldigung, was ist da jetzt der Schmäh dran? Das ist ja überhaupt nicht lustig. Der Witz würde ihn leicht beleidigen, oder was? Ja, voll. Das ist ja mega aggro. Dann mache ich ihn. So, bitte, jetzt Schluss mit dem Plauderstündchen. Gut, ich wiederhole es. Wir sitzen da im Emo, da stehen im ehemaligen Schlafgemach der Kaiserin. Ja, sie hat da ordentlich geschnackselt, wurde durchgepempert ohne Ende. Nein, wir erwähnen das nicht. Der Präsident ist brüde, mag das gar nicht hören, diese Anspielung. Ne? Ja, warum haben wir uns heute so zahlreich hier versammelt im ehemaligen Puderzimmer der Kaiserin Maria Theresia? Ich weiß gar nicht, warum da so frivol gelacht wird. Hier wurde die Kaiserin halt gepudert, nicht? Das war ja früher üblich, weil das fließende Wasser hatte man noch nicht so, musste man zur Körperpflege Puder nehmen. So, Sie werden dann drüben angelobt mit den Worten, ich gelobe. Ich gel oben. Sie sollen nicht sagen, dass Sie gel oben haben.
Ist ja wurscht, warten Sie dann nachher auf mich. So. Schnell, ich kann nicht mehr lange die Luft anhalten. Wer wird Vizekanzler? Schauen wir mal, wer Vizekanzler. Ah, das schon. Ein großer Vizekanzler. Ah, oh, nein, der ist durchgerutscht. Ja. Ich fand das sehr lustig jetzt. Ja. Der Wetterminister. Von der Hohen Warte, ja. Ja, Sie sind ein Blauer, Sie kennen mich von früher. Ja, Blauer, nein, schwarz. Türkis, Türkis. Orange? Ah, aber jetzt eine Blaue. Wer schafft die Arbeit? Weiß nicht, schaffe ich sie? Schaff sie nicht. Na gut. Noch eine Blaue. Nein, ich bin doch kein Blauer, ich bin nur blau angezogen. Ach, sonst wollen Sie kommen zu meiner Hochzeit. Nein, ich habe keine Zeit. Leider keine Zeit. Ich habe nur gerade gesagt, waren Sie? Ich bin jeden Tag waren. Bei Ihnen zum Beispiel. Ah, der George Bush, nein. Grüß Sie. Löger, Löger. Sind Sie der Chap? Löger. Ich bin doch kein Lügner, nur weil ich Sie nicht erkenne. So, jetzt würde ich vorschlagen, alle Raucher kommen mit. Kurze Rauchpause drüben in meinem Kammerl. Es raucht nur mehr der Strache, ne? Was? Oh Gott, nur der Strache raucht mehr. Dann werde ich Ihnen den urargen Witz erzählen, dem Van der Bellen. Ich werde sagen, warum ist es gut, dass die Grünen in meinem Parlament sind? Weil Sie jetzt nur der parteilose Präsident sind. So, Kinderkanzler, komm schon. Werde ich jetzt angelobt? Ja. So. Da, Herr Bundespräsident, bei Ihnen extra lange Titel leiste. So. Ordentlicher Universitätsprofessor, Dr. Jessog-Öck. Bitte. Und akademischer Titel lassen Sie bitte frei. Oder wollen Sie noch fertig studieren? Sie sind parteilos. Bitte? Na geh, Schmäh vergeigt. Ja. Ja, in sechs Wochen wird eine Handelsdelegation unter meiner Führung in China erwartet. Und ich habe mir jetzt durchgerechnet, wenn wir da alle mit dem Flugzeug hinfliegen, dann ist unser ökologischer Fußabdruck viel zu groß. Deswegen fahre ich mit gutem Beispiel voraus und nehme den Regionalzug. Und der hat auch einen Vorteil für mich. Er bleibt alle 5 Minuten stehen. Das bedeutet eine Rauchpause. Also eine echte Win-Win-Situation. So, wenn alles glatt geht, bin ich heute Abend noch in Bruck an der Leiter. Der Herr Bundespräsident ist bereits auf dem Weg nach China. Wir fliegen dann in 6 Wochen hinterher. Die Vertretung von Bundespräsidenten Van der Bellen macht Kollege Fassmann. Das ist eine große Aufgabe. Ich werde die Geheimcodes der Republik wie meine Augäpfel hüten. Also, jetzt betreten wir das Büro 0801 und 5. Oh nein, das war der Reaktivierungscode von Zwettendorf. Ah nein, 2412. Nein, das war Zahnverfügercode des Republiks. Der Rangemann verrät den geheimen Code. Wie ratet geheimen Zahl? Geheimen Zahl. 2412. 2412. Dann können wir Bankomat reräumen. Mit fremdem Geld werden wir Luxusreben führen. Da ist mal alles in besten Händen und auf die Tiere unserer Regierungsmitglieder passt, würde ich vorschlagen, die Frau Kollegin Kneißlauf. Gell? Komm her, du Scherzlassen! Komm her! Komm her da! Ist das der Hund von Van der Bellner? Nein, das sind meine Viecher. Mit denen komme ich schon nicht zurecht. Ja? Ich bin die Außenministerin, nicht die Äußerministerin. Ja? Aber die anderen Viecher habe ich zu dir sind dann nach Ungarn gebracht. Ja, die schiere Katze Strache zum Beispiel ist gut. Jetzt braucht man noch eine Vertretung für mich. Wer meldet sich diesmal freiwillig? Na gut, dann halt wieder du. Davon habe ich immer schon geträumt, wie ich im Wald herumgelaufen bin, dass ich eines Österreichskanzler bin. Jetzt bin ich sogar Österreichskanzler. Das ist ja großartig. Ich vertraue dem Strache natürlich nicht wirklich. Deswegen habe ich jemanden gebeten, dem die Österreicher alle zu 100% vertrauen. Und der passt auf, dass der Strache keinen Blödsinn macht. I'll do that.
Aber bevor ich mich um das Tratschen kümmern kann, würde ich meine Operation über mich ergehen lassen müssen. Ich habe ein altes, ausgebautes Herz, sein junges Grügelein nicht. Jetzt muss ich mir in Ungarn ein Schweineherz einpflanzen lassen. Eins mit einer Bulke. Wish me luck. So, Dreckfeig weg mit Feigbesteck. Ich habe neben meiner Tätigkeit als Ministerpräsident noch eine kleine Beteiligung an einem medizinisch-technischen Unternehmen. Wir produzieren Herzklappen für Patienten aus Österreich. Hier haben wir für einen Spezialpatient ein Herz, das mit anabolen Steroiden behandelt wird. Hier alles klinisch sauber, alles steril. Und bis das Herz von Schwarzenegger ist fertig, bleibt er im Koma und kann nicht aufpassen auf meine Freund HC Strache. Aber ich passe auf Katze Strache, ja. Und ich segiere ein bisschen Bello von der Bälle. Das ist aber ein lieber Bär. Wie heißt denn der? Nam Nam heißt er. Sagt er eh die ganze Zeit. Nam Nam. Dürfen wir ihn mitnehmen? Bitte. Sascha hat gesagt, wir dürfen in die verbotene Stadt nicht rein. Es ist leider sehr vieles verboten da in China. Die verbotene Stadt ist also ganz verboten. Und den Namen haben sie uns auch nicht gegeben. Denen schreibe ich was ins Stammbuch. Liebe Chinesen, tut's nicht so viele Verbote machen, sonst geht's euch am Ende wie den Grünen in Österreich. Ja, die Ära von Christian Kern dauerte keine 2 Jahre. Um einiges länger, nämlich in Summe schon 100 Jahre, dauert die Ära der Republik Österreich. Schon wieder seine Veranstaltung. 100 Jahre Österreich, ne? 100 Jahre oder, wie wir Alten sagen, in Schilling wären es 1400. Naja, es ist die Wahrheit, ne? Ja. Ja, gut. Aber jetzt schauen wir. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Was steht da? Zusammenführen und zusammenführen? Dieses jämmerliche Wortspiel würde in Österreich nicht funktionieren, denn da bedeutet zusammenführen jemanden überfahren. Aber gut, lass mal. Meine Nachfolgerin, die soll sich jetzt drum kümmern. Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK. Ja, ich bin schon unterwegs. Lass dich drücken. Ja, und lass den Tipp geben, diese Sakros machen im Farbfernsehen bunte Streifen. Ja, das ist Absicht. Ich möchte, dass es schillert. Ja, dass ich schillere. Kaka denkt, das ist Schiller. Wir lassen sie in dem Baum. Ja, das lassen wir doch mal. Ja. Da wunderbar. So, du Schillerst! Ja, danke sehr. CDU ist die einzige Abkürzung, die ich in Zukunft gelten lasse. Das Akronym AKK diente nur dazu, um mich als Marke bekannt zu machen. In Zukunft, wer mit Deutschland Geschäfte machen möchte, mich bei vollem Namen anzusprechen. Say it loud and say it clear. Annegret Kramp-Karrenbauer ist hier. Tja, eigentlich hätte heute mein Kollege Stefan Gehrer Dienst gehabt, aber er ist an der unfallfreien Aussprache des Namens Annegret Kramp-Karrenbauer mehrfach gescheitert. Ich hingegen kann sogar einen Zungenbrecher im dichten Fichten, dick ich, dichten, dicke, nichten, tüchtig. Annegret Kramp-Karrenbauer. Trump. Kramp. Kramp-Karrenbauer. Trumpenpower. Annegret Kramp-Karrenbauer. Sehr gut. Kramp-Karrenbauer. In Deutschland ist jetzt auch a Trumpenpower. Nein, das stimmt nicht. Ja, very good. Annegret Kramp-Karrenbauer ist es. Annegret Annegret Trump got in power, ja? Nein, Annegret. Ja, sehr gut. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer, so heißt's. Annegret? Nein, Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Trump got in power. Nein, Annegret Trump. Sag ich ja die ganze Zeit. Sie sagen es nicht. Schlechte Nachricht. In Deutschland ist jetzt neue Stärke verrostet. Angela Merkel stört ihr Annegret. Ich habe Knoten im Kehlkopf, ist unmöglich auszusprechen. Aber wäre wichtig, weil wer aussprechen kann, darf Geschäfte machen mit ihr. Aber wie sieht aus mit großem Mann von China? Kannst du aussprechen? Anugulet. Anugulet. Kulampukulale. Anugulet. Kulampukulale. Sehr gut, das klingt extrem deppert. Du kannst ja nicht machen, Kirschchen. Wie sieht das mit Mann von Indien? Kann sich auch nicht.
Das ist das nächste rassistische Stereotyp, dass schon wieder ein Inder diesen Namen nicht aussprechen kann. In Indien haben wir sehr viel längere und kompliziertere Namen als diesen. Ich werde morgen gleich in Deutschland anrufen, das ganze Energiegeschäft von den Russen wegnehmen, das ganze Computergeschäft von den Chinesen, wenn ich mit Annegret Kramp-Karrenbauer telefoniere. Na verdammt, er hat geschifft. Jetzt kommt seine Diddle-Diddle-Diddle-Diddle-Musik. Oh, ich höre sie, Diddle-Diddle-Diddle-Diddle-Musik. Oh, schwenk nach oben. No? Jetzt sagt's nichts mehr. Jetzt schweigt die Satire, gell, wenn die Realität so stolz auf dem Ross sitzt. Ja, die FPÖ immer für wahnsinnige Ideen. Gut, zum Beispiel, die wollen auf die IGATS Fotos drauf, würde kosten ungefähr 16 Millionen Euro. Warum? Es ist ein Zeichentrick-Beweisfilm aufgetaucht, wo ein gewisser Ali mit der IGATS von wem anderen zum Arzt geht. Schaden zusammengerechnet alle 3 Jahre, ungefähr 16.000 Euro. Ein Wahnsinn, diese Idee eigentlich. Es ist so unendlich traurig, dass die Linken immer sagen müssen, wir seien an allem schuld. Und deshalb rufe ich diese Aktion ins Leben mit diesem Logo, das uns sagen will, er war's, er ist schuld, er links von mir, er hat's gemacht. Aber Sie haben gesagt, er war's. Aber Sie haben gesagt, er soll da stehen. Das ist ja. Können Sie mir bitte den Weg nach hinten einweisen? Ich sehe hinten nicht raus. Selbstfahr freilich. Geht mir nichts mehr an. Was soll das heißen? Entschuldigung. Sie sind noch reingefallen. Hey, nicht abhauen. Hey, hallo. Einfacher Flucht, oder was? Keine Gnade. Du musst das gerne, ich hab nichts gesehen. Hallo, bitte, das geht doch nicht. Sie sind meine Zeugen, Sie da und der Tim Cook von Apple. Ja, that's me. Es ist jetzt exakt 13.12 Uhr. Wir gehen jetzt in diese Polizeiwachstube hinein und erstatten Anzeige gegen diesen Gefährder, den Chauffeur, der mich als Beifahrer gefährdet hat. So, ich erlasse Ihnen auch die FPÖ-Mitgliedsgebühr, wollen Sie in meinem Sinne aussagen. Hallo, hallo, wo gehen Sie hin? Wer zahlt mir jetzt einen Schaden? Dieser Linkslinke, er hat mich chauffiert und anschließend hat er sich echauffiert und hat behauptet, ich hätte ihn eingewiesen. Dabei soll er froh sein, dass ich ihn nicht eingewiesen habe. Eingewiesen nämlich in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Wer sagt denn überhaupt, dass ich der Beifahrer war und nicht jemand mit einer Kickelmaske? Weil die Linken tragen Kickelmasken und man erkennt es nicht. Trotz Wampe glaubt man, ich bin das selber. Ja, wir sagen es jetzt nämlich ganz unzensuriert. Das Schlimmste ist, wenn jemand die Identität von wem anderen annimmt, zum Beispiel. Wie kann man das machen? Wenn sich jemand als Norbert Gerwald Hofer ausgeben möchte, dann druckt man ein Foto von ihm aus, schneidet es aus und hält sich das vor das Gesicht und sagt dann, ich bin der Norbert, wer fährt mit nach Ibiza? Sehen Sie, ich hätte selber geglaubt, dass das der Norbert war. Nicht einmal das eigene Konterfei taugt noch zur Identifikation. Und darum führen wir Blut- und Speichelproben ein. Ja, mach selber. Fang an. Ja, das ist ein Wahnsinn. Die Linkslinken zwingen uns dazu, dass wir jetzt immer Blutproben mit uns herumführen. Und der Blutgeruch lockt aus Rumänien die Vampire an. Ja? Mit diesem Kreuz können wir die Vampire abwehren. Und dieses Kreuz kostet 2 Euro mal 8 Millionen Österreicher. Das kostet 16 Millionen, da hätten wir gleich die IGATS mit Fotos gemacht. Das kommt jetzt ins Budget. Ja genau, und wir werden jetzt diesen Vorschlag vom Kollegen Strache zur Abstimmung bringen, in der üblichen Weise. Bitte von jeder Fraktion einen Vertreter. So, 1, 2, 3 Händeturm, und gewonnen. Ja, Sie haben es wahrscheinlich genauso wie ich soeben gesehen. Mit dem Spiel Händeturm wird entschieden. Ich kenne das als Kaffeereim, Kaffeereim, Zuckerstampfen, Zuckerstampfen, eine Hand muss also raus. Bei uns hieß das Butter, Butter, Stampfer in Meidling. Drüber gibt es aber noch andere Methoden, wie wir Entscheidungen finden in der Koalition. Aber Sie geben zu, Sie entscheiden in der Koalition mit derartig kindischen Spielen. Kindisch haben Sie gesagt, Herr Wolf, Sie sind aber auch ein sehr, sehr alter Mann. Was für Sie kindisch wird, ist für meine Generation ein 50, ganz normales Decision-Making-Tool. Ja. Und es gibt auch noch andere, zum Beispiel Schere, Stein, Papier. Ja. Das hat sich bewährt. Probieren wir es einfach hier mal aus. Ich zeige es Ihnen gerne. Kommen Sie auf meine Runde. Ja, ich weiß, wie es geht. Nein, kein Spielverderber. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Schere, Stein, Papier. Sie müssen auch was machen. Ja, ich muss gar nicht. Schere, Stein, einmal. Ich spiele es nicht. Ich spiele es nicht mit. Schere, Stein, Papier. Nein, ich spiele nicht mit. Herr Wolf, Schere, Stein, Papier. Ich spiele es nicht mit.
Aber jetzt machen wir auch was, ja? Nein. Schere, jetzt habe ich zweimal schon gewonnen. Nein, ich spiele nicht mit. Herr Wolf, seien Sie froh, dass aber Sie können nicht ernsthaft in der Koalition so entscheiden, mit diesem Spiel, das gibt's doch nicht. Was glauben Sie, wie Sie mit dem Strache sonst zu einer tragfähigen Entscheidung kommen? Ja? Also spielen Sie... Also bitte, ja. Sie hat niemand gezwungen mit dem Strache. Jetzt, ja, sie hat auch niemand gezwungen, dass Sie hier jeden Tag ein kleines politisches Süppchen kochen. Also kämpfen Sie jetzt um Ihren Job. Na Moment, Sie entscheiden sicherlich nicht, ob ich da in der Zeit im Bild 2 moderiere, oder? Ja, ich eh nicht. Das entscheidet einzig und allein das Spiel. Schere, Stein, Papier. Ja, Fritz Dietlbach steht hier in der Hofburg, geplant war es anders. Ich habe mit meiner Frau jetzt lange vorbereitet ein Ibiza-Wochenende gebucht. Wir haben eine wahnsinnig billige Luxusvilla gefunden. Keine Ahnung, was da der Haken wäre an dieser Villa. Und wir waren schon unterwegs Richtung Flughafen und da hat es geheißen, ich muss dringend in die Hofburg. Aber noch habe ich Hoffnung, dass der... Oje, der Präsident redet, dann habe ich doch die Hoffnung, dass mein Flug erreicht. Hallo, ja, sind alle da? Ja? Nee. Haben Sie gesehen, das schöne Wetter? Ja. Ja? 2 Wochen war es schier und jetzt ist wieder... Ja. Schau, das kann man verbiegen, wie so einen... Bundespräsident. Ballon. Bitte, was ist das Thema? So ein Ballon-Dog. Ja. Ist das lustig, oder? Sagen ja, Sie? Du bitte weiterreden. Weiterreden, ich muss den Flug noch erreichen nach Ibiza, ja? Wir sind live, Fernsehen. Ich muss nach Ibiza. Hallo. Ibiza, ja? Da war doch was. Ah, dieses Video. Hat das jemand gesehen, dieses Video? Ja. Mit dem Strache und dem alle, Putin? Alle haben es gesehen. Das ist arg, oder? Ja. Der Strache ist sogar zurückgetreten. Ja, das war im Fernsehen. Ja, das war letztens im Fernsehen. Ja. Aber wir sollten nicht vergessen, wem wir das alles zu verdanken haben, nämlich dem Bundeskanzler Kurz. Obwohl wir ihn eigentlich vom Strache gewarnt hätten, aber das hat er nicht gehört, offenbar, gell? Also. Ich habe das nicht gewusst. Also, ich habe die ganze Nacht geweint, ich habe 2 komplette Kleenex-Schachteln verbraucht, verschlissen, weil ich so geweint habe über diesen Betrug, die Warnungen von Ihnen habe ich nicht gehört, weil ich noch zu jung war damals und er hat das eiskalt ausgenützt, der Strache, hat mich hintergangen, hat mir vorgetäuscht, dass er mein Freund ist, sogar wie ein großer Bruder. Und jetzt schaue ich zu, wie er sich einen Job sucht mit seinen Qualifikationen, da kann er lang suchen, der Strache. Ja? Nein, das ist so gemein. Jetzt muss ich mit 50 noch eine Arbeit suchen. Als gelernter Zahntechniker ist das nicht so leicht. Von Pontius zu Pilatus bin ich gegangen. Du bist schuld. Aber wir sind du? Jetzt da in dieser Villa von meinem Neffen, ja, meinem bis dato unbekannten Neffen. Moment, du hast einen bis dato unbekannten Neffen? Ja, bis dato habe ich ihn nicht gekannt. Ein neuer. Ja, der verschafft uns jetzt ein Geschäft. Ja, es ist ein neuer Neffe. Ein bis dato unbekannter Neffe. Richtig, er hat sich gestern bei mir gemeldet und er ist der Sohn meines Bruders. Na, Moment. Erkläre ja. In aller Kürze. Neffe, bitte. Was ist? Also, Neffe. Da ist meine Generation und darunter wären jetzt sozusagen die Söhne meiner Brüder. Neffen ist ein Fachterminus. Ich weiß nicht, was ein Neffe ist. Ja, aber was ist mit dem? Ja, mein Vater hat doch ein fünftes Mal eingelocht. Was? Gescored! Den Ballermann noch einmal, den Bullermann einfach noch einmal. Eingepullert. Und dem können wir vertrauen. Geballert mit dem. Ja, und dem Neffen. Ja. Den jetzt gibt's einen Neffen mehr. Den können wir vertrauen, dem neuen bis dato Unbekannten. Sicher, Blut ist dicker als Wasser, oder? Ja, das weiß ich wohl. Natürlich, dann passt Gott, alles. Ja. Gott bei uns Josi. Guteni. Ja? Josi. Sag ihm das, dass du ein Gutenus bist. Ja, Josi, mach dich nützlich in der Küche. Was willst du, Verfalle? Nein, keine Verfalle. Ja. Der Josi ist so naiv, aber du gehörst zur Familie. Dir können wir vertrauen. Roger.